Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Es ist Zeit für eine neue Kolumne, denn es ist Dienstag und heute geht es um das Thema Nichtspieler. Ja, bevor wir in das Thema von heute, wie hole ich Nichtspieler an den Brettspieltisch oder wie begeistere ich diese für das Thema Brettspiel einsteigen, noch einen kurzen Rückblick auf die letzte Folge. Da ging es um das Thema Ticketpreise. Ich hatte ja mal so einen Vergleich eingestellt zur Spiel doch im Vergleich zur GenCon, ein paar regionale Veranstaltungen und ihr habt wieder fleißig gepostet. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es ein klares, es ist alles okay oder ein klares, es ist alles furchtbar gab. Das ist so ein indifferentes Bild gewesen. Waren viele dabei, die sagen, ja klar, auch so eine Messe kostet halt Geld, alles wird teurer. Eine Messehalle muss dementsprechend bezahlt werden, das Personal, die Leute, die dort vor Ort sind etc. Dementsprechend ist es für sie okay. Andere haben wiederum gesagt, das wird schon ganz schön teuer, insbesondere wenn ich dann auch noch die ganzen Nebenkosten damit hinzurechne, dass ich eben halt eine Unterkunft haben muss, dass ich Spritkosten oder Tickets für die Bahn, Flixbus, wie auch immer man jetzt beispielsweise nach Essen kommt, dazurechnen muss. Das läppert sich dann schon und da sagt der ein oder andere von euch, nee, dann verzichte ich tatsächlich lieber drauf und kauf mir lieber für das eingesparte Geld dann Spiele, die ich in meinem Bekanntenkreis dann ausprobieren kann. Es gab auch ein, zwei Äußerungen, wo man sagte, es ist eh sehr schräg, dass ich zum Einkaufen was bezahlen muss. Das mache ich sonst ja auch nicht. Wenn man natürlich so eine Messe wie die Spiel tatsächlich als reine Einkaufsmesse sieht, dann ist das sicherlich so. Viele haben oder heben aber auch den Entertainment-Faktor zum Beispiel an der BerlinCon hervor. Essen gibt es ja mittlerweile auch das eine oder andere, beispielsweise Panels oder Education Day. Flair wird hochgehoben, natürlich das Treffen von Leuten, auch den internationalen Charakter. Natürlich habe ich auf so einer Messe halt auch einen ganz anderen Zugriff auf ausländische Verlage, wo ich vielleicht an bestimmte Spiele nicht rankomme. Fand auch den Spruch ganz gut, naja, also wenn ich jetzt in Essen nicht testen könnte oder auf solchen Veranstaltungen, dann hätte ich mir wahrscheinlich schon viele Spiele gekauft und müsste sie dann hinterher wieder teuer loswerden oder mit Verlust loswerden. Somit habe ich Fehleinkäufe dementsprechend auch minimiert. Wo sich aber alle sehr einig waren, ist, dass das Essen in Summe zu teuer ist mittlerweile auf solchen Veranstaltungen, dass man da so ein Stück weit das Monopol der Foodtrucks auch für sich ausnutzt und dass man dann lieber ja, sich das Brot schmiert oder was anderes eben halt mitnimmt, um eben halt nicht teuer in Essen einkaufen zu können. Zu müssen, nicht zu können. Den Vergleich zum Kino oder Freizeitpark, der kam bei dem einen oder anderen ganz gut an, bei der einen oder anderen dann halt auch nicht so, war für mich ja einfach so ein Thema, dass ich versucht habe, mal so die Bandbreite des Geldes, was wir in so ein Event hinein investieren, mal abzugleichen. Ja, also wem das dann alles zu teuer ist, was ich auch komplett nachvollziehen kann, wie gesagt, das ist eine individuelle Frage, der sollte vielleicht dann auch lieber kostengünstigere regionale Veranstaltungen nutzen, die dann etwas günstiger sind, wo ich dann vielleicht zu einem etwas späteren Zeitpunkt dann auch Möglichkeiten habe, dann aktuelle Neuheiten auszuprobieren. Auf jeden Fall vielen Dank für ja, die vielen Beiträge und gewonnen hat der Lutz Köstner. Herzlichen Glückwunsch, setz dich bitte mit mir in Verbindung unter kontakt@brettspielbox.de. Dann können wir die Übergabemodalitäten dort ja, besprechen. Für das neue Thema wird es auch heute wieder ein Gewinnspiel geben. Schon mal als Feature vorweg, es wird Settlement sein, auch wenn es um Nichtspieler geht. Denn Nichtspieler wird man mit dem Settlement wahrscheinlich eher nicht hinterm Ofen hervorlocken. Ich habe halt häufig die Erfahrung gemacht, dass Nichtspieler zunächst einmal drei große Hindernisse haben, um überhaupt ein Spiel auf den Spieltisch zu bekommen. Zum einen sind sie es gar nicht gewohnt. Viele davon haben auch in ihrer Kindheit gar nicht gespielt, sind an das Spielen überhaupt nicht herangeführt worden,
dass das Brettspiel überhaupt nicht ja, in ein Teil des Lebens sozusagen. Es ist ihnen zu komplex. Da muss man viel denken. Für den einen oder anderen mutet das Brettspielen ja, in Arbeit aus. Passiert mir auch sicherlich bei ganz großen Spielen. Aber bei den normalen gibt es da einfach schon Hemmnisse. Und zu guter Letzt, eigentlich eins der Hauptgründe ist, ich habe keine Lust, Regeln zu lernen. Ich möchte mich da gar nicht erst reindenken. Ich muss jetzt auch nicht irgendwas da auswendig lernen und überlegen. Also das ist so das, was ich so aus meinem Umfeld immer mal wieder mitgeteilt bekomme, dass das so die Hauptgründe sind, warum sich Nichtspieler überhaupt erst gar nicht an den Brettspieltisch setzen. Das heißt aber nicht, dass die da nicht Lust drauf haben. Also lustigerweise erlebe ich es in ein paar Runden, dass man sich dann doch irgendwo gerne an den Brettspieltisch setzt. Allerdings müssen da, ja, ich sag mal so 6 Komponenten, die ich mal so rausgearbeitet habe, für mich dann eigentlich stimmen. Das erste, es muss jemand da sein, der die Regeln erklärt. Ja, und es halt auch auf eine halbwegs vernünftige Art und Weise rüberbekommt. Es sollten möglichst wenig Regeln sein. Das Spiel muss relativ schnell verstanden sein. Somit muss man halt auch, wenn das Spiel losgeht, relativ schnell in das Spiel hineinfinden. Es ist nicht ganz große Vorbereitungsarien oder ich muss das noch überlegen oder dieses. Nee, idealerweise direkt mitten rein ins Spiel. Es sollte gesellig sein, also irgendwas miteinander, emotional. Emotionen am Brettspieltisch ist immer super. Lachen, bisschen Schadenfreude, sich gegenseitig anfeuern. Es kann auch einen Wettbewerbscharakter haben, es kann aber auch kooperativ sein, funktioniert beides ganz gut, wobei kooperative Spiele, dann kann ich sogar eine kleine Schwierigkeitsstufe noch draufpacken, weil, ja, ich sag mal, da kann ich jemanden auch mitnehmen, zumindest über eine erste Strecke hinein. Und so habe ich, ohne dass ich jetzt missionieren will, also das sollte tatsächlich jetzt gar nicht zum Ausdruck kommen, dass ich Leute an den Brettspieltisch zerren will. Also ich sehe nicht meine Aufgabe da drin, ja, jeden davon zu überzeugen, jetzt tatsächlich zu spielen. Wenn er am Ende keine Lust hat zu spielen, dann soll er es bitte auch bleiben lassen. Also da soll niemand von seinem Glück in Anführungszeichen überzeugt oder überredet werden. Wenn ich aber mitbekomme, dass Leute eigentlich für solche Sachen dann schon ein Stück weit empfänglich sind, dann mache ich das schon ganz gerne, dass ich mal so ein Spiel reinbringe, wie jetzt zuletzt ein Hitster, wo wir wirklich sehr lustige Runden hatten, wo die Leute gelacht haben, wo Musik dabei war. Da war aber dann halt auch dieses Musikelement beispielsweise mit drin und ein Wettbewerbscharakter. Da war sofort Stimmung am Tisch am Anfang, so, hö, was soll das, verstehe ich nicht. So ein ersten ein, zwei Lieder dann durchgespielt. Das Thema war sofort verstanden, ganz einfache Regeln. Es war Emotion da, weil jeder sich mit diesen Musikstücken meistens auch auseinandergesetzt hat, weil Musik hören dann doch irgendwie die meisten. Es waren wahnsinnig viele Erinnerungen dabei, weil wir 80er, 90er Jahre Musik drin hatten, wo man sagt, ach, da habe ich doch damals getanzt dazu, das war so meine Jugendzeit etc. Ja, ich bin dann doch ein bisschen älter. Und das war bei so einem Spiel wie Hitster da sofort mit, ja, waren die Leute sofort involviert, die hatten Lust, die wollten unbedingt dementsprechend damit mit hineingehen. Wir haben ja, man spielt ja da doch ein paar Runden herum. Das war aber nicht langweilig, im Gegenteil, alle waren irgendwie so ein bisschen enttäuscht, als es dann vorbei war und einer dann seine 10 Lieder in die richtige Reihenfolge gebracht hat. Für mich immer ein gutes Zeichen, wenn dann die Teilnehmer dann anschließend sagen, ach, weißt du was, das muss ich mir auch besorgen, in der und der Runde können wir das auch nochmal spielen oder bei Silvester oder im Skiurlaub oder wo auch immer man dann hinfährt. Das finde ich dann immer eine sehr, sehr schöne Bestätigung. Und diese Art von Spiele funktioniert dann halt auch. Mich würde interessieren bei euch, wie geht ihr damit um? Also wie gesagt, es geht mir nicht um das Thema Missionieren. Wer keine Lust hat zum Spielen, der soll bitte fortbleiben. Ich finde es aber trotzdem wichtig, die Kulturgutspiel auch in der Gesellschaft zu verbreiten, zumindest das Angebot immer zu hinterlegen. Das kenne ich halt auch von so Spieletreffs, wo ich dann immer mal wieder mitwirke. Und ja, da kommen dann halt auch Leute gerne hin, lassen sich auch bereitwillig in solche Spiele mit hineinnehmen. Und ich finde es immer super, wenn dann
ja tatsächlich so Emotion, Freude dann am Spieltisch da ist und die Leute mit einer Begeisterung in das Spiel eintauchen und richtig Lust dazu haben. Inwiefern sie das dann halt weiter für sich in ihren Alltag mit hinein retten, hineinnehmen, muss dann jeder tatsächlich für sich selbst entscheiden. Ja, und da ich ganz gerne tatsächlich mal so eine Top-Liste daraus basteln würde, wäre meine Frage heute an euch: Was sind die Spiele, wo ihr insbesondere Richtung Nichtspieler gute Erfahrungen gemacht habt? Ich habe ja Hits da jetzt gerade schon genannt, also das ist definitiv eins, was da mit bei wäre. Welche Spiele kamen da besonders gut an? Das wird sicherlich eher im einfachen Spielbereich sein, im Partyspielbereich vermutlich. Aber nichtsdestotrotz würde mich das mal interessieren und die würde ich dann halt auch nochmal ja, auf den Prüfstand stellen für meine Liste. Da habe ich aktuell schon 6, 7 Spiele draufstehen, die mir sofort eingefallen sind, die ich aber jetzt heute hier nicht kundtun möchte. Also, wenn ihr da antwortet, dann denke ich mal, werde ich auch in den nächsten 14 Tagen da mal so eine Top-Liste der Nichtspieler wunderbar mit hineinnehmen. Das sind auch übrigens Spiele, die man ganz toll in den Urlaub wahrscheinlich mitnehmen kann, weil da habe ich sicherlich auch einen anderen Spielkreis, wenn ich in den Urlaub hineinfahre und auf Leute treffe, die vielleicht nicht so häufig spielen, gerne spielen, ist immer in Anführungszeichen, dann kann ich die sicherlich mit solchen Spielen eher begeistern, als ja, wenn ich. Ich habe jetzt hier einen Coffee Trader rumliegen, einen Coffee Trader mit in den Urlaub nehmen und dann anschließend erstmal eine Stunde Regeln erkläre. Da wird der ein oder andere dann schon abschalten. Nicht, dass es mich jetzt gehindert hätte, das zu spielen. Ich finde es auch super. Aber das kann ich mir dann schon sehr, sehr gut vorstellen. Ja, also, ihr habt die Möglichkeit, ein Settlement zu gewinnen. Schreibt doch bitte in die Kommentare hinein, was sind Spiele, die bei euch immer gehen, wenn ihr. Ja, Nichtspieler an den Tisch holt. Das kann ja auch im bekannten Freundeskreis sein, zu Weihnachten etc. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, weil die würde ich ganz gerne nochmal mit in die Liste dann aufnehmen. Das war die Kolumne heute ein bisschen kürzer. Gespielt gibt es nicht, weil morgen oder am Donnerstag gibt es schon eine Monatsbox. Da berichten wir über 9 verschiedene Spiele und Ausblick auf die nächste Woche. Da werden wir dann tatsächlich unser Fragen-Special machen und dann wird es auch noch einiges mehr an Brettspiele zu gewinnen geben. Und ja, freut euch drauf. Bis dann, macht's gut, euer Christoph. Tschüss.